Hallo ihr Lieben, hier ist Edda, eure Personal Trainerin. Wir wollen heute etwas für den Rücken tun. Da könnt ihr euch aussuchen, ob ihr das macht, weil ein schöner Rücken kann auch entzücken, oder um den Rücken zu stärken, euch selbst. Also auf der Matte beginnen wir in der Bauchlage. Und die allererste Übung, die wir hier machen wollen, die könnt ihr auch bei akutem Rückenbeschwerden machen. Das heißt, habt ihr irgendwo im Rücken Beschwerden, alles stehen und liegen lassen, Bauchbeckenboden einziehen, vorsichtig in die Bauchlage kommen, auf eine feste, nicht zu harte Unterlage, strecken uns als erstes ganz lang. Das heißt, wir ziehen die Arme lang nach oben, die Schultern trotzdem weg von den Ohren, damit der Nacken gestreckt bleibt. Wir ziehen die Beine ganz lang. Mit der nächsten Ausatmung ziehen wir Bauchbeckenboden kräftig ein und den Brustkorb flach. Und heben dann den rechten Arm und das linke Bein ganz gestreckt vom Boden. Dabei ist es gar nicht wichtig, weit nach oben zu heben, sondern lang ziehen. Mit jeder Ausatmung zieht ihr immer wieder den rechten Arm und das linke Bein ganz lang von den Fingerspitzen bis zu den Zehenspitzen. Zieht den Brustkorb flach, dass der obere Rücken unterstützt wird. Zieht den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, um den unteren Rücken zu unterstützen. Und den Beckenboden nach oben innen. Kinn zur Brust, Nacken lang. Halten, halten, halten. Und der Atem fließt immer seitlich in die Rippenbögen. Das ist die Flankenatmung. Da braucht man ein bisschen Übung. Immer wieder probieren, probieren, probieren. Dann merkt ihr, irgendwann klappt das ganz gut. Der Brustkorb bleibt flach, der Bauch unter Spannung. Und der Atem seitlich in die Rippenbögen. Lang ziehen, lang ziehen, lang ziehen. Und dann wechseln wir. Mit der nächsten Ausatmung linken Arm und rechtes Bein heben und wieder lang ziehen. Immer mit der Ausatmung strecken. Durch dieses Strecken lösen wir manchmal schon Verspannungen. Das heißt, es kann noch mal so leichtes Knacken geben im Rücken irgendwo. Ihr könnt gar nichts falsch machen, wie gesagt, auch wenn ihr akut Rückenbeschwerden habt, Bandscheibenvorwölbung, Bandscheibenvorfall. Diese Übung stärkt die Rückenmuskulatur. Diagonal wird die komplette Rückenmuskulatur miteinander ins Gleichgewicht gebracht. Das heißt, wir haben hier auch wieder eine gute Übung, um den Körper ins Gleichgewicht zu bringen, was insgesamt Hüfte, Rumpf etc. betrifft. Und wieder wechseln, rechten Arm, linkes Bein, wenn ihr das noch nicht so lange halten könnt. Dann macht ihr Folgendes, ihr nehmt rechten Arm, linkes Bein, zählt für euch langsam mit, merkt euch die Zahl, macht den linken Arm das rechte Bein, zählt langsam mit. Die Seite, die noch nicht so kräftig ist, also die kürzer nur halten kann, danach richten wir uns und machen dann immer mit zählen. Und so habt ihr auch einen Anhaltspunkt, wenn ihr die Übung regelmäßig macht, dass ihr merkt, am Anfang habt ihr vielleicht mit 30 auf jeder Seite begonnen, also langsam bis 30 gezählt. Und irgendwann seid ihr bei 40, 50, 60 und dann merkt ihr, ah, die Rückenmuskulatur ist gut im Gleichgewicht. Wir wechseln wieder. Und dann brauchen wir die Übung auch nicht mehr jeden Tag machen oder zweimal am Tag, wie es am Anfang ratsam ist, wenn man Rückenbeschwerden hat. Sondern man braucht zur Erhaltung nur mal so austesten alle 2-3 Tage. Das Durchziehen richtig schön lange halten, jede Seite. Immer wieder lang strecken. Kinn zur Brust, Nacken lang. Stirn und Nasenspitze über dem Boden. Und noch einen Durchgang. Wir nehmen wieder den rechten Arm und das linke Bein. Strecken ganz lang. Bauch, Beckenboden einziehen, Brustkorb flach. Wir spüren hier, je länger wir halten und je regelmäßiger wir die Übung machen, wirklich die Ausrichtung des Körpers auch wieder. Wir lernen immer wieder neue Bereiche kennen. Es scheint so, als würden wir neue Muskelgruppen entdecken und das Zusammenspiel unseres Körpers immer besser kennenlernen. Noch einmal wechseln, linken Arm, rechtes Bein, lang strecken. Rücken, Nacken lang. Und
einmal kurz ablegen. Wir lassen Stirn und Nasenspitze auf den Boden sinken. Erstmal ganz locker lassen. Winkeln die Knie an, die Füße also locker in der Luft. Lassen wir die Unterschenkel locker nach rechts und links schwingen. Und ziehen die Leiste, die Hüfte immer wieder etwas flach Richtung Boden, damit der Hüftbeuger gleich mitgestreckt wird. Und der Hüftbeuger, also zieht einmal die Hüfte hier in die Beugung, ja, und setzt unter anderem auch hier am unteren Rücken an. Das heißt, wir machen nochmal beides. Mit der Ausatmung ziehen wir die Hüfte in die Streckung, aber gleichzeitig auch den unteren Rücken und damit strecken wir den Hüftbeuger. Diese leichten Pendelbewegungen, merkt ihr schon, mobilisiert die schräge Rückenmuskulatur. Jetzt wollen wir einmal die Beine kreisen lassen, über die Seite ziehen wir die Fersen zum Gesäß, Kinn zur Brust, Nacken lang. Und immer mit der Ausatmung, wenn wir über die Seite die Fersen zum Gesäß ziehen, damit der Brustkorb wieder flach zieht und wir spüren, wie der Rücken ins Gleichgewicht kommt. Nochmal entgegengesetzt. Unser Rücken braucht also sowohl Kräftigung, um die Muskulatur und das Bindegewebe auszurichten, gleichmäßig zu machen, als auch Dehnung. Beides wollen wir hier in dieser Übungseinheit machen, dass ihr euch hinterher wieder richtig gut fühlt. Und locker lassen. So, wir lassen das Gesäß locker hin und her schwingen und dann ganz entspannt liegen, ziehen Bauch und Beckenboden ein, Rücken, Nacken lang. Lassen die Arme hier im rechten Winkel, also rechter Winkel in der Schulter, rechter Winkel im Ellenbogen, Kinn zur Brust, Nacken lang und ziehen uns mit der Ausatmung hier immer nach oben. Also der ganze Oberkörper, versuchen wir schön gleichmäßig. Wichtig ist, dass der Nacken lang gestreckt ist, der Blick im eigenen Ausschnitt. Und dann gehen wir in der oberen Position wie so ein kleines Flugzeug, was hier hin und her schwankt. Einmal rechts, einmal links, mit dem ganzen Arm, Schulterbereich zur Seite nach oben lassen. Den Blick dem Arm folgen, der hier nach oben geht. Dabei geht das Kinn immer zur Schulter, dass der Nacken lang gezogen ist. Bauch, Beckenboden sind eingezogen, Hüfte gestreckt, Brustkorb flach. Und kommen zur Mitte zurück, setzen die Unterarme auf, dass die Ellenbogen unter der Schulter sind. Und lassen uns ganz locker sinken. Der Rücken ist jetzt in der Streckung, in der Lockerung. Wir lassen den Kopf locker hängen. Und das Gewicht des Kopfes zieht unseren Nacken und oberen Rückenbereich in die Streckung. Je besser wir locker lassen, umso besser streckt sich die Rückenmuskulatur. Und wir lassen auch den Brustkorb zum Boden sinken. Also einmal alles mit der Ausatmung in die aufgestützten Unterarme sinken lassen. Unseren Rücken bringen wir dadurch ins Gleichgewicht, dass wir die Bauchmuskulatur mit einsetzen. Als erstes wollen wir uns hier aber nach oben schieben und den Rücken mobilisieren. Und jetzt ist es, wenn wir den schönen Buckel machen wollen, hier ein bisschen steif im ersten Moment, weil wir in der Streckung des Rückens waren. Nehmt euch also Zeit, einmal den Rücken zu strecken. Pferderücken, Kinn zur Brust, Nacken lang oder den Blick ein bisschen weiter nach vorn, so wie es euch angenehm ist. Und den Rücken rund strecken. Kräftig ausatmen, Schultern weg von den Ohren. Und rund machen, Blick zwischen den Beinen durch oder Richtung Bauchnabel, Kinn zur Brust, Nacken lang. Hier ziehen wir die Schulterblätter auseinander, schieben den unteren Rücken heraus. Da wollen wir einen Buckel machen, auch wenn es nur gerade geht, kräftig wie möglich. Und einmal strecken und einmal rund machen. Damit wir auch die schräge Rumpfmuskulatur und Rückenmuskulatur
Muskulatur mit erreichen, die im Alltag etwas zu kurz kommt und dann verspannt ist, lassen wir den Rücken gerade und ziehen einmal die rechte Schulter zur rechten Hüfte und die linke Schulter zur linken Hüfte. Rücken ist gerade. Über die Seite arbeiten wir. Mit gestreckten Ellenbogen sind wir abgestützt, die Hände flach und gespreizt, die Finger, damit wir auch immer gleich die Handstreckung und die Armstreckung dabei haben, gegen die Verkürzung der Hand- und Arminnenseite. Den Blick könnt ihr immer über die Schulter nach hinten werfen, sodass der Nacken auch lang zieht bei jeder seitlichen Streckung. Unser Rumpf, also wie eine Ziehharmonika, einmal rechts und einmal links. So, jetzt haben wir den Rücken wieder gut ins Gleichgewicht gebracht. Bauch und Beckenboden ziehen wir ein, indem wir die Position verändern, immer die Knie ein bisschen am Körper lassen, um auf der sicheren Seite zu sein. Und jetzt kommen wir in die Rückenlage. Da könnt ihr also hier die Beine nochmal anstellen, euch abstützen. Lasst einmal die Fingerspitzen Richtung Gesäß nach vorne, die Ellenbogen und Schultern schon nach hinten. Durch diese Stützposition und wir federn uns ganz vorsichtig nach hinten so rein, so weit wie es angenehm ist. Durch diese Stützposition wird der vordere Armansatz mobilisiert und gedehnt. Da ist in erster Linie der große Brustmuskel, der die Schulter nach vorne zieht. Und dadurch, dass wir den Brustbereich strecken, wird der Rücken entlastet, also im oberen Schulter-Rückenbereich die Entlastung. Lasst euch nochmal so locker rechts und links herüberschwingen in einem Halbkreis. Dann kommen wir in den Unterarmstütz, Kinn zur Brust, Nacken lang. Ziehen im Wechsel rechts und links das Knie Richtung Nasenspitze. Das Kinn lassen wir zur Brust, den Nacken lang. Hier sind wir also jetzt dabei, die Bauchmuskulatur zu kräftigen. Also die Bauchmuskulatur arbeitet. Die Brustmuskulatur wird immer noch durch die Stützposition ein bisschen gedehnt. Wieder etwas anders fühlt sich das an. Aber der Rücken wird jetzt gestreckt. Die Schulterblätter ziehen auseinander. Wir nehmen mit jeder Ausatmung des Kinns, Brust, den Nacken lang. Dafür ist der obere Bauch zuständig. Und es ist ganz wichtig, dass Bauch und Beckenboden kräftig sind, weil diese den Rücken unterstützen. So, Bauch, Beckenboden nochmal einziehen. Und wenn ihr jetzt nach unten kommen wollt, nehmt ein Knie gerne etwas dichter heran. Kommt dann in die Rückenlage. Wir breiten die Arme weit zur Seite aus. Die Beine angewinkelt lassen wir erstmal so bis auf halbe Position. Die angewinkelten Beine rechts und links herübersinken, halten dabei die Arme immer flach, fest, breit auf dem Boden. Der Kopf darf in entgegengesetzte Richtung der Beine gehen. So verstärken wir noch die Drehung und Mobilisation. Die schräge Rumpfmuskulatur kommt jetzt dazu. Wenn ihr darauf achtet, wenn wir hier zur Seite gehen, kräftig ausatmen, dann spüren wir unter den Rippenbögen beginnen die schräge Rumpfmuskulatur. Und der Rücken wird mobilisiert und gestreckt, die schräge Rückenmuskulatur. Und aus der Bewegung lassen wir jetzt ein Kreisen werden, Kinn zur Brust, Nacken lang. Über eine Seite ziehen wir die Knie dicht zum Brustkorb heran. Zur anderen Seite lassen wir wieder ein bisschen locker. Hier wird jetzt der untere Rücken ins Gleichgewicht gebracht. Immer kräftig ausatmen in dem Moment, wo wir über die Seite die Oberschenkel zum Bauch heranziehen. Bauch, Beckenboden werden gekräftigt, der Brustkorb zieht flach. Untere Rücken wird mobilisiert. Wenn ihr also jetzt den unteren Rücken, Hüfte, Leiste etc. spürt, dann ist das der Dehnreiz. Das Ganze nochmal in entgegengesetzter Richtung. Und locker. Lasst die Beine nochmal strecken, so gut wie es für euch möglich ist. Versucht mit der Ausatmung die Kniekehlen zu strecken und die Zehenspitzen heranzuziehen.
Die Arme nehmen wir über den Kopf. Und jetzt können wir peu à peu ganz sachte diese Bewegung größer werden lassen. Macht auch hier wieder nur so weit, wie es für euch in dem Moment möglich ist. Ob wir uns hier schon ganz herumziehen und rollen können, hängt davon ab, wie gut beweglich ist die Rückenmuskulatur jetzt schon, dass sie auch nachgibt und sich schön strecken lässt. Und zum anderen davon abhängig, wie kräftig und gleichmäßig die Bauchmuskulatur ist. Wenn ihr in allen Bereichen ganz langsam und gleichmäßig herumkommt, dann seid ihr schon gut im Gleichgewicht und könnt immer langsamer auch spüren, in welchem Bereich des Rückens ihr hier vielleicht noch ein bisschen mobiler werden wollt, noch Spannung spürt. Solange sich das alles gut anfühlt und alles im grünen Bereich ist, macht ihr das so, wie ihr das empfindet. Könntet auch hier mal in einer Position ein bisschen länger bleiben oder kleine Bewegungen einbauen, weil wir hier Bauch und Beckenboden unter Spannung haben, um den Rücken beweglich zu machen. Das heißt, der Körper arbeitet wieder im Gleichgewicht. Ich kann jetzt hier auch wieder nichts kaputt machen, weil ich mich immer dann richte, wie fühlt es sich an. Und wenn ich langsam und gleichmäßig übe und ohne Schwung und Hektik, dann bin ich tendenziell immer auch noch mehr auf der sicheren Seite. Wenn ihr also jetzt hier schon so eine Position gefunden habt und ihr könnt, wenn es noch nicht so gut geht, auch hier die Arme zur Unterstützung nehmen. Ja? Dann könnt ihr auch mit Bewegungen nach rechts und links den Rücken noch weiter mobilisieren. Ihr könnt die Arme auch gestreckt neben den Körper legen. Hat den Vorteil, wenn ihr euch mit den gestreckten Armen und dem flachen Schultergürtel fest gegen den Boden schiebt, dass die Rückenmuskulatur noch ein bisschen besser aktiviert wird. Entweder mit gestreckten Beinen oder die Beine gebeugt lassen. Und dann wollen wir langsam Wirbel für Wirbel wieder abrollen. Die Füße dicht am Gesäß aufstellen, Kinn zur Brust, Nacken lang. Und jetzt kommen die Arme neben den Körper, falls ihr sie dort noch nicht habt. Die Schultern weg von den Ohren, Kinn zur Brust, Nacken lang. Mit jeder Ausatmung schiebt ihr Arme und Schultergürtel so fest gegen den Boden, dass sich das Gesäß vom Boden löst. Die anderen Muskelgruppen lasst ihr möglichst locker, also Bauch, Becken, Boden flach, ist klar. Aber normalerweise, um das Gesäß vom Boden zu lösen, nutzen wir den Gesäßmuskel. Ja, ich könnte jetzt die Arme weglassen. Diesmal wollen wir aber die Arme und den Rücken aktivieren, um das Gesäß vom Boden zu lösen. Das heißt, wir nehmen möglichst nicht den Gesäßmuskel, den versuchen wir schön locker zu lassen. Wir nehmen nur Bauch- und Beckenboden. Und dann spüren wir das auch im Bereich Schulterblätter, zwischen und unter den Schulterblättern, dass hier immer, wie beim Ruderzug, die Muskulatur aktiviert wird. Mit jeder Ausatmung Kinn zur Brust, Nacken lang, Schultern, Schultergürtel flach, fest, breit auf dem Boden, Armrückseite fest auf dem Boden, Hände flach, abstützen. Und dann könnt ihr hier in so einer kleinen Position hoch und tief im Bereich der Brustwirbelsäule auf- und abrollen. Das heißt, wir stützen uns immer noch möglichst kräftig mit der Armrückseite und den Schultern gegen den Boden. Versuchen, das Gesäß immer wieder locker zu lassen. Und dieses kleine Auf- und Abschieben bewirkt ein Auf- und Abrollen im Bereich der Brustwirbelsäule. Da wollen wir hier jetzt noch ein bisschen Kräftigung reinbringen. Das heißt, wir sind jetzt wieder beim Kräftigen der Rückenmuskulatur, speziell obere Rückenbrustwirbelsäule zwischen und unter den Schulterblättern. Kinn zur Brust, Nacken lang. Und was wir gekräftigt haben, wollen wir jetzt wieder mobilisieren. Wir nehmen die Hände gefaltet am Hinterkopf und mit den
Händen ziehen wir sachte erstmal nur den Kopf und die Schultern ganz leicht ein bisschen Richtung Knie. Die Ellenbogen weit nach außen lassen. Da könnt ihr auch drauf achten, wenn ihr euch ablegt, immer wieder die Ellenbogen schön flach auf den Boden ziehen. Und beim nach oben ziehen mit der Ausatmung. Unterstützen die gefalteten Hände am Hinterkopf, dass wir Kopf und Schultern ein bisschen nach oben bringen. Rücken wird wieder mobilisiert und wenn sich alles schon etwas besser anfühlt, falls ihr vorher noch den Reiz gespürt habt, dann könnt ihr jetzt etwas aktiver den oberen Bauchanteil einsetzen. Wir lassen die Hände gefaltet am Hinterkopf zur Unterstützung und immer mit der Ausatmung lösen wir nur die Arme, Schultergürtel hier vom Boden und rollen wieder ab, sodass wir jetzt wieder im Bereich Brustwirbelsäule eine Auf- und Abrollbewegung haben. Mit der Ausatmung. Und wir kommen erstmal nicht weiter nach oben, sondern bleiben nur hier im oberen Bereich. Dadurch wird der obere Bauch aktiviert und der obere Rücken gedehnt und mobilisiert. Beim nächsten Mal bleiben wir vom Boden gelöst. Kopf wird von den gefalteten Händen gehalten, unterstützt der Nacken und wir ziehen uns über die rechte und linke Seite. Der Brustkorb zieht immer wieder flach, Flankenatmung, seitlich in die Rippenbögen atmen, immer wieder probieren, dass ihr alles so hübsch wie möglich hinkriegt und dann seht ihr, von Mal zu Mal wird alles besser. Könnt ihr auf der Seite jetzt langsamer werden und ein bisschen bleiben, nochmal rüberziehen, den Kopf sicher in den gefalteten Händen ruhen lassen und die seitliche Streckung im Bereich Nacken- und Brustwirbelsäule nochmal unterstützen. Jede Seite noch einmal. Zur Mitte zurück. Knie zur Brust, Nacken lang. Wir legen die Arme locker neben den Körper. Stellen die Füße ganz weit an den Mattenrand, lassen die Knie nach innen sinken und ziehen trotzdem den unteren Rücken fest zum Boden. Die Füße so weit wie möglich nach außen. Den unteren Rücken fest auf den Boden ziehen, indem wir den Bauchnabel einziehen und den Beckenboden nach oben innen ziehen. Gleichzeitig die Knie fest gegeneinander pressen und mit jeder Ausatmung die Position immer wieder halten und verstärken. Bein, Innenseite, Knie, Hüfte, Leiste, überall kann ein bisschen Dehnreiz zu spüren sein. Wenn sich das Knie hier meldet, ist nicht das Knie schuld, sondern die Muskulatur, Beinmuskulatur. Oberschenkel oder vom Unterschenkel ist dann verkürzt. Die setzt am Knie an und deswegen spüren wir unser Knie, ist aber nur der Dehnreiz. Knie zur Brust, Nacken lang. Immer kräftig Bauch, Becken, Boden einziehen, unteren Rücken zum Boden, Knie zusammenpressen. Wir sind also hier statisch, üben aber kräftig, spüren die Oberschenkelinnenseite, den Beckenboden und der untere Rücken zieht Richtung Boden, kommt damit der untere Rücken wieder ins Gleichgewicht durch Unterstützung vom Bauchbeckenboden. Dann lassen wir ein bisschen locker, nochmal die Knie nach innen sinken. Bisschen locker lassen heißt, mit jeder Ausatmung den unteren Rücken leicht zum Boden ziehen, nicht zu viel Spannung, eher die Knie jetzt immer so nach innen in die Mitte im Wechsel baumeln lassen, dass die Dehnung und Mobilisation einen dynamischen Charakter bekommt. Und jetzt könnt ihr mal so einen Stoßseufzer loslassen. Wir bleiben nochmal in der Position, lassen einfach die Schwerkraft wirken zur Dehnung, Dehnung für Faule. Arme, Schultern, Rumpf liegen lassen.
Rücken leicht zum Boden ziehen, aber eben die Knie jetzt locker nach innen sinken lassen. Wenig Spannung, Dehnung wirken lassen. Die Hüftinnenrotation, die kommt im Alltag auch etwas zu kurz, deswegen ist es am Anfang hier nicht ganz leicht und geschmeidig. Mit der nächsten Ausatmung sortieren wir unsere Beine wieder nebeneinander, haben die Knie zu uns gezogen, rollen uns über die Seite, einmal zum Sitzen, die Beine angestellt, halten wir uns mit den Händen an der Knievorderseite und ziehen mit jeder Ausatmung die Schultern nach hinten unten, den Brustkorb flach. Und so haben wir die Streckung für den Oberkörper und die Kräftigung wieder für den Rücken zwischen und unter den Schulterblättern. So sind unsere Knie das Trainingsgerät für die Rückenmuskulatur. Und die Kraft wird über Arme und Schultern übertragen. Hin zur Brust, Nacken lang. Haltet die Spannung. Dann stützen wir uns mit den Armen hinter uns ab, hinterm Gesäß, Kinn zur Brust, Nacken lang, Füße bleiben aufgesetzt auf der einen Seite, heben uns, halten uns, lassen ein bisschen Bewegung ins Spiel kommen, schräge Rumpfmuskulatur wird aktiviert, dann wechseln wir Füße und Hände entgegengesetzt, Bauch, Becken, Boden einziehen, Rücken, Nacken lang, ein bisschen bewegen, die Ellenbogen strecken. Und mit der nächsten Ausatmung einmal herumdrehen, die Fersen zum Boden ziehen, die Kniekehlen strecken. Schiebt euch vor und zurück, lasst die Waden, die Beinrückseite gut in der Streckung. Zieht Brustkorb und Nasenspitze Richtung Knie. Mit den Händen kommen wir dichter heran, lassen den Oberkörper aber noch hängen. Mit jeder Ausatmung locker hängen lassen. Bauch- und Beckenboden ziehen wir ein. Mit dem unteren Rücken beginnend rollen wir uns Wirbel für Wirbel nach oben auf. Spannen das Gesäß an, um die Hüfte zu strecken. Strecken und und auf den Fußballen lassen wir alles ganz locker. Und dann merkt ihr schon, im Laufe der Übungen ist der Rücken schon immer ein bisschen geschmeidiger geworden. Und ich hoffe, es geht euch jetzt richtig gut. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr Zeit und Lust hattet zu turnen. Ja, und Dankeschön. Dankeschön, dass ihr mit mir turnt. Eure Edda.